Liebe Freundinnen und Freunde, es ist die erste BDK seit 16 Jahren, in der wir wieder im Bund regieren. Für sich genommen eigentlich schon ein Hammersatz, weil wir lange dafür gekämpft haben. Aber aus diesem Satz folgt auch was. Mehr denn je tragen wir, Bündnis 90 Die Grünen, Verantwortung. In den Ländern schon lange, jetzt auch im Bund und damit auch Verantwortung für Europa. Und mehr denn je ist das relevant, was wir hier zusammen auf unserer Bundesdelegiertenkonferenz diskutieren, beschließen, aber auch wie wir das tun. Wir haben lange für die Regierungsverantwortung gekämpft, mit aller Kraft, mit allem, was wir haben. Liebe Annalena, liebe Ricarda, liebe Jamila, lieber Marc, lieber Michael und lieber Robert, herzlichen Dank für alles das, was ihr getan habt. Für euren Einsatz in den letzten Jahren. Und ich glaube, Claudia wird mir zustimmen. Ich kann euch sagen, Vorstandsjahre zählen doppelt, mindestens. Jetzt sind wir Teil der Bundesregierung und jedes Wort, das wir sagen, jedes Versprechen, das wir abgeben, wird daraufhin überprüft, ob wir es tatsächlich ernst meinen. Wir bleiben dieselben. Unsere Motivation bleibt dieselbe. Unsere Ziele haben sich nicht geändert. Aber wir haben jetzt eine andere Rolle. Es kommt mehr denn je darauf an, die Menschen bei dem, was wir machen, mitzunehmen, sie zu überzeugen, und zwar möglichst viele von ihnen, vielleicht auch viele von denen, die uns beim letzten Mal noch nicht gewählt haben. Denn je mehr uns wählen, umso größer der Hebel, um die Dinge durchzusetzen. Und bei aller Freude über unseren Erfolg bei der letzten Bundestagswahl enthält das Ergebnis ja auch ein paar Aufträge zur Nacharbeit. Ich will mich auf einen beschränken. Wenn wir eine Partei für alle Menschen im Land sein wollen, dann müssen wir auch stärker eine Partei für die Menschen im ländlichen Raum werden und dort die Menschen besser erreichen. Auch für die müssen wir dafür sorgen, dass die Energiewende übersetzt wird, die Verkehrswende für sie übersetzt wird, die Transformation der Wirtschaft, der Landwirtschaft, Klimaschutz, Artenvielfalt. Und ich will hier, da ich ja hier auch das erste Mal in meiner neuen Funktion als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft rede, sagen, die Herausforderungen in dem Bereich sind riesig. Alles kann ich nicht ändern und kann man nicht ändern. Aber man kann ein paar Dinge schnell angehen. Zum Beispiel, als vor einer Woche die Wir haben das Satt-Demonstration war, war meine gesamte Hausspitze da. Und wir haben denen gesagt, das, was die fordern, nämlich dass Artensterben und Höfesterben nicht mehr gegeneinander ausgespielt wird, sondern dass wir beides bekämpfen wollen. Das ist die Linie meines Hauses, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will noch ein weiteres hinzufügen, weil mich das immer geärgert hat bei den früheren Regierungen, und zwar eigentlich fast egal, welche Farbe. Nämlich, dass die Koalitionsparteien untereinander vor allem damit beschäftigt sind, wie sie die Erfolge des jeweiligen Koalitionspartners verhindern. Manchmal hat man es sogar in der eigenen Partei gemacht. Auch damit haben wir jetzt aufgehört, die Steffi Lemke mit dem Umweltministerium und ich in meinem Haus. Wir arbeiten jetzt eng zusammen für das gemeinsame Anliegen. Und das Gleiche gilt für Robert und mein Haus. Auch da arbeiten wir eng zusammen für das gemeinsame Anliegen, denn anders werden wir es gar nicht schaffen können. Und weil das so ist, würde ich gerne, dass von diesem Parteitag auch ein Signal ausgeht, nämlich, dass wir an der Seite der Landwirterinnen und Landwirte stehen. Wir werden die Transformation der Landwirtschaft gemeinsam voranbringen. Die Landwirte und Landwirtinnen erwarten Wertschätzung, aber von Wertschätzung allein kann man nicht leben. Man braucht auch Wertschöpfung. Das Schöne am Regieren ist, dass wir Dinge auch anders machen können, wie sie bisher waren. Wir werden sicherlich nicht einfach daneben stehen und zusehen, wenn Landwirte durch Bodenspekulation das Leben schwer gemacht wird. Wir werden es auch nicht zulassen, dass die völlig berechtigte Forderung nach bezahlbaren Lebensmitteln, und zwar für alle, auf Kosten derjenigen geht, die die Lebensmittel herstellen, nämlich der Landwirte, die dafür sorgen, dass das Essen auf unseren Tisch kommt. Ich will das sehr klar sagen, das ist absurd, liebe Union. Gute Sozialpolitik geht mit und nicht gegen die Landwirte. Von guter Sozialpolitik braucht uns weder die Union noch die Linkspartei irgendwas erzählen. Gute Sozialpolitik ist halt nicht nur billiges Diesel und billiges Billigfleisch auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt. Wir Grüne spielen nicht die Menschen gegeneinander aus,
sondern diese Regierung macht eben gute Sozialpolitik und gute Landwirtschaftspolitik und beides zusammen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben jetzt als Teil der Bundesregierung eine große Chance. Lasst sie uns gemeinsam nutzen. Und ich habe einen Wunsch. Dafür kann es jetzt bei uns Grünen keine Arbeitsteilung geben. Die einen machen und die anderen fordern. Dafür haben wir zu viel vor. Die Leute da draußen schauen auf uns, mehr denn je. Und zwar über die Art, wie wir miteinander umgehen, weil sie davon ausgehen, dass die Art, wie wir miteinander umgehen, auch die Art ist, wie wir mit ihnen umgehen. Und darum sage ich das in aller Demut, aber ich freue mich auch auf das, was wir vorhaben. Herzlichen Dank. Lieber Herr Bundesminister, lieber Cem, vielen Dank.